Schöner Sonntag auf jeden Fall. Anstrengend zu laufen, das ist auf jeden Fall. Das ist mitten im Wald. So eine riesige Sandfläche, also Dünen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter spazieren. Hier ist wieder leichter zu laufen. So, hier wird es wieder schwer. Weil halt Sand. Müll in so einem schönen Ort liegen lassen. Scheiße. Bisschen stürmisch hier. Also sind wir schon weiträumig hier. Weitläufig. Ups. Wer durch die Meere und durch die Wüsten laufen will, gerne. Ich hab das hier. Ah. Ja, das ist alles Wald. Wir bleiben auf den Sand. Ich habe nicht die richtigen Schuhe an, aber ich suche schon mal. Hier sind wir doch mit dem Fahrrad durchgefahren. Ah, wie geil. Ich wurde rumgenagt. Nee. So, nächste Runde. Die haben da Holzpfähle rein. Ich weiß jetzt nicht warum. War schon ewig nicht mehr hier. Und es sind 23 Grad. Ich habe gleich später Sand in den Schuhen. Ich weiß das jetzt schon. Sieht aber auch geil aus, wie die ganzen Tanzzapfen liegen. Ne? Da kommt der starke Wind wieder. Das ist richtig geil hier im Winter. Wenn ich hier so richtig geil rodeln kann. Das ist natürlich im Hochsommer noch geiler hier, weil es richtig heiß ist. Eine kleine Grünpflanze hier und ich sag, wie ist der? Lässt nicht sicheren Tritt zu. Wie gesagt, es ist immer noch alles Wald hier rundherum, ne? Also hinten sieht man ein Dach. Das ist schon ein Wohngebiet irgendwo. Das zieht sich so einmal durch. Thank you.
Schön windig hier, ja. Na, hier ist halt auch der Sand. Ah, da geht's nicht viel weiter. So. Muss noch eine kurze Pause machen wegen der Reisegruppe. Weil hier niemand ein Bild haben. Ups. Da war der Finger im Blut. Gefühlt ist es noch heißer geworden, ey. Das Boden, ehrlich gesagt, gut zu laufen. Guck mal, was auf den Schildern steht. Ist das hier irgendwie? Irgendwelche Regeln bricht, ne? Das soll ich bitte nochmal fotografieren. Aus welchem Winkel, ne? Ja, das könnte jemanden interessieren. So sieht es nach hinten jetzt aus, ne? Wir können durch so ein Licht schon selbst nichts mehr. Das ist schon eine geile Aussicht da oben, aber ich nehme mir das da vor. Das ist eine geile Aussicht hier. So, und da geht es dann so lange wieder runter. So weit geht nicht mehr.
aber dann hört das hier auch für mich gleich auf. Ich kehre ja zurück. Und dann ist trocken genug für ein paar Sonnenstürme hier. Ich kenne das sonst in meiner Region her. Hier weht das nicht so krass. Sandstürme und Blütenstürme. Ganz lustig. Aber ein schwarzer Sand von den Feldern. Nicht so geil. So. Ich glaube, jetzt nehmen wir ja gleich noch hoch. Bei den Hügel. Aber was Anstrengendes. Vor das Auto muss ich dann noch den Sand rausschütteln. Ey. Ich kriege da ja ein paar Fotos und schöne Aussichten. Ja, es ist anstrengend, auf jeden Fall. Ah, das ist befestigter Weg. Interessant. Und weiter. Ja. Eigentlich will ich durch den Sand laufen, aber ich nehme am besten in die Grundfläche mit. So, das ist der ganze Weg, den ich noch zurücklegen muss. Eine Menge. Bevor ihr mich fragt, ja, ich war schon fünfmal in der echten Wüste. In Tunesien und in Ägypten. Ich weiß nicht, was das ist. Weil ich bin so in einer heißen Region aufgewachsen und so. Sandstürme, habe ich ja schon erzählt, sind für mich ganz normal im Frühling und Herbst. Wobei man sie als Dreckstürme mehr beziehen würde. Am besten Weg. Das ist so schön alleine hier draußen, das ist noch viel lustiger. So einfach, was anstrengend ist. Da kann ich gehen, ich gehe das. Da ist das schon wieder so hoch. So,
für diesen Sand. Geschafft. Und das steckt da drin. Ich brauche mir was zu trinken. Ich habe gefühlt, es sind keine 23 Grad mehr. Bin mal gespannt, wie warm es wirklich ist. Beste Fakt ist noch, ich trage schwarz. Eine Jacke, so eine Strickjacke. Also, mir ist richtig warm. Ich dusche gleich auf jeden Fall. Ich bin hier laufen gewohnt, ne? Aber nur durch diesen Sand ist schon was anderes. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Wir so. Gleich da. Ich bin nur ein Steppenläufer, aber ich habe hier einen Platz anzubieten. Nö, ne, damit ihr wisst, ich bin's wirklich ohne Tricks. Ich bin auch noch hier. Ja! Zweifelsohne ist er da. Ja, ich bin da! Und hier, ach Gott, nee. Ich kann nur noch die anderen Stimmen rausholen, aber ich glaube, das gilt den Abschluss jetzt zu sehr. Die Luft ist schön. Falls noch jemand Fragen hat. Das ist ja schön hier. So. Da geht's gleich wieder runter zur Straße.